Sag mal, weinst du, oder ist das nur Wichse, die da von deiner Nasenspitze tropft? Sag mal, weinst du, oder ist das nur Wichse, die da von deiner Oberlippe perlt? Du sollst doch meinen Sperma schlucken, hab ich dir das nicht gelehrt? Probier mal, ob er salzig schmeckt. Probier mal, ob er salzig schmeckt. Salz für den Hals. Bitches, bitches, bitches. Diese Frau hing an meinem Schwanz wie Pferde an der Wassertränke. Ihr regelmäßig ins Gesicht zu wichsen waren meine Geschenke. Keine Blumen, keine Ringe, nicht diese Dinge. Nur mein Penis, den ich schwinge. Denn so bringe ich Hose zum Blasen und zieh mich zum Rasen. Ich wichse in ihre Nasen, Löcher in allen Phasen. Der Stellungen war Oralsex das Beste. Auch wenn die anderen Moves nicht schal waren, die Reste von dir. Ich fickte ihr in den Muskel wie ein Stier. Und der Grund soll dafür hier genannt werden. In ihrer Muschi zu kommen war schwer, denn diese Frau hatte zwar Rasse, aber keine Klasse. Denn sie hatte keine Maße an Arsch und Titt. Wicker, die mag eigentlich gar nicht solche Schnitten. Ich hatte nicht viel zum Anfassen, deshalb konnte sie das Lutschen an meinem Pilz auch sein lassen. Also sagte ich, du wirst leiden, ab dem Moment, wo du aufhörst, an meine Puller zu reiben. Denn ich werde deine Besuche bei mir meiden und meine Besuche bei dir, die werden ausbleiben. So gab sie meinem Sack jeden Tag einen Kuss, aber zu ihrem Verdruss macht sich mit dem Ziel schnell Schluss. Denn sie hat für Bigadi zu wenig, die Haus hat für Bigadi zu wenig. Mit euch länger was anzufangen lohnt sich für mich eh nicht. Nur Lutschen und ihre schon fast Magersucht gefährdete Figur waren für Bigadi zu wenig, die Haus hat für Bigadi zu wenig. Aber egal, lasst euch erzählen von dieser Bitch. Sie fuhr Opel, sie war für mich wie ein rüstiger Popel. Sie klebte an meiner Hand, obwohl ich sie schon längst verbannt hatte. Ich wurde sie nicht los und das lag an meiner Latte. Sobald ich sie sah, wurde mein Pin groß und wollte ficken. Sie kümmerte sich immer sofort um meinen Ding. Meine Fame hatte sie erreicht, sie wusste, ich war deep im Game. Also trat sie an mich heran, denn für sie war ich der Mann, den sie brauchte. Weil sie viel zu viel Weed rauchte, um mein Interesse an ihr zu wecken. Erzählte sie mir, sie habe gut 6000 Mac von ihrer Freundin für Kilo. Aber als ich sie sah, wusste ich sofort, das ist ein Spiel, yo. Sie war scharf auf mein Spermien-Cream. Sie trug mehr Ketten als Mr. T beim 18. Kein Zufall, dass ihre Brust rausragte. Sie sagte, sie raucht jedes 5 Gramm täglich. Mein Penis stand stramm und ich sagte, yo, das erregt mich. Und mein Schwanz auch, ich zeig ihr meine Erektion und sie stand drauf. Schon war in ihrem Mund verschwunden. Sie wurde eine von den am meisten in Dope holenden Kunden. Bei mir, wir rauchten Blunts, Blitz, Bombs, tranken Bier und befriedigten unsere Gier nach Sex. Bis sie pleite war und heute nenne ich sie nicht mal meine Ex. Denn sie hatte für Bigadi zu wenig. Um überhaupt als Ex erwähnt zu werden, hatte sie zu wenig. Länger mit ihr zu treffen, lohnt sich für mich eh nicht. Geld, alle, sie fährt mit der Welt. Sie hätte mir nur mein ganzes Dope weggeraucht. Das lohnt sich für mich eh nicht. B.A.D. egozentrisch vom Kopf über die Kuppe seines Schwanzes bis zur Sohle. Aber die Switch ohne Kohle auf Kai. Ich war in der Bar, zog mit Gila am Tresen rein. Sah, liebes Gott, muss es gewesen sein. Denn sie schuf, Sex am Telefon war ihr Beruf. So verliebte sie ihren Lohn. Die redete, war genau meine Sprache. Kommunizierte ich mit ihr, bildete sich bereits eine Lache in meiner Hose. Wenn sie Dinge zu mir sagt, ich lieb Kose. Dein Spaß, mir ganz tief rein. Fick mich wie ein perverses Schwein. Fick mein Möschen, bis es rot wird wie ein Röschen. Bei ihr hatte ich immer ein zu stehen. Ich fickte sie extrem, jedes Mal, egal. Welche Stellung, sie überließ mir immer die Wahl. Nichts war für sie eine Qual, deshalb gab ich sie oft anal. Denn ihre Gesinnung war banal. Oft war ich in ihr drin und genoss, bis ich den Abzug meines Darms geschossen. Abdrückt und dann floss es zurück, mir näher und näher. Mit ihr überrückt, eine harte Zeit, damals war es schwer. Sex, sie wollte immer mehr. Zwar war sie nach manchem Arschweg für ein halbes Stündchen benommen. Denn ich ließ mir viel Zeit, bei ihr zu kommen. Bei ihr hatte ich niemals eilig, aber leider wurde auch das irgendwann langweilig. Auch sie hatte für Bigadi zu wenig. Sich länger mit ihr zu treffen, lohnt sich für mich eh nicht. Diese Haus haben wir Bigadi zu wenig. Meine Motivation mit diesen Bitches zu chillen, fließt hinunter Bächen. Viele Hosts wollen sich am Beat Fabrik und Bigadi brechen, weil sie nur an den Oberflächen der Dinge verharren. Wenn ich rappe und singe, starre Mädchen und Frauen auf mich, die sich so verhalten wie ich. Ist das nötig? Ich glaube ja wohl nicht. Denn Bigadi kriegst du auf euch niemals mit euch. Denn entweder seid ihr feucht und verdreitet. Ich wollt zuerst Schiffigkeiten und einen Monat später wollt ihr es am liebsten von allen Seiten. Kopfschmerzen soll mir das nicht bereiten, denn ich gebe den Pulsen und Poperzen und breche diese Erbsen. Denn sie waren noch nie eine Einheit. Werdet ihr diese Feinheit verstehen? Wahrscheinlich nicht, denn Bitches wie ihr wollen sie nicht sehen. Wahrheit, Klarheit ist fern von eurer Realität, denn sie ist verdreht, wie verklärt und somit verkehrt. Aber egal, denn was ist schon richtig? Hauptsache Bitch, ich fick dich.